Ich war nur schockiert, als ich den Preis gehört habe. Es ist jetzt nicht der günstige Urlaub. Es ist teurer geworden, aber verständlich. Aber die Kunden haben dafür Verständnis. 2,50 für ein Kölsch, 4 Euro für eine Currywurst. Nicht nur in Deutschland, sondern auch auf Mallorca steigen die Preise. Touristen müssen jetzt tiefer in die Tasche greifen. Focus Online hat sich am Ballermann umgehört und Urlauber befragt, was sie davon halten und was das für ihre Reise bedeutet. Also es ist auch lange her, dass ich hier war, aber die Preise sind schon verdoppelt, verdreifacht. Also schon der Wahnsinn. Ein Liter Bier. Ich weiß aber nicht mehr, was er kostet. Ich war nur schockiert, als ich den Preis gehört habe. Der war vor 5 Jahren deutlich günstiger. Wir waren im Megapark, da kann man so 1 Liter Getränke trinken und da haben wir teilweise knapp 20 Euro für bezahlt. Ich war gestern in Palma selbst, unten im Beach Club. Da sind die Preise schon relativ hoch, aber das weiß ich ja vorher. Wenn ich mal über die Karte gucke und sehe halt, was weiß ich, ich zahle so und so viel für Essen oder für ein Getränk, kann ich ja selbst immer noch entscheiden, okay, gehe ich ans Weiter. Oder gehe ich rein? Obwohl ich sagen muss, ich war jetzt gestern in Palma und ich muss sagen, da fand ich die Preise teilweise sogar noch teurer als hier. Es ist jetzt nicht der günstige Urlaub. Es ist teurer geworden, aber verständlich. Aber die Kunden haben dafür Verständnis. Also da gibt es keine Probleme, dass sie sagen, das ist zu teuer, da fliegen wir jetzt nicht. Oder das macht man nicht, diese Pauschalreisen oder so. Sie wollen heute jetzt einfach mal weg und dann, sie haben 1 oder 2 Jahre auf Reisen verzichtet und dann, dadurch gibt es keine Probleme, also wenn man sagen muss, ja, die Reise kostet 300, 400 Euro mehr.